Es ist ein traumhafter Herbsttag auf dem Gaisberg. Hermann Buchberger bereitet sich auf seinen ersten Tandemsprung mit einem Gleitschirm vor. Der 89-Jährige ist vermutlich der älteste Paragleiter des Landes. Bevor es losgeht, beobachten Buchberger und Pilot Gernot Fritsch den Wind. Luft am Hang, gell? Und dann kommt da hier die warme Luft am Hang herauf. Und das ist der Wind, den du da spürst, gell? Und wenn die Sonne da noch ein bisschen so rüber wandert, dann kommt das noch gerader herauf, gell? Worauf warten wir jetzt? Jetzt warten wir, dass der Wind noch ein bisschen zunimmt und dann können wir starten. Ist nicht da drüben, da drüben ist auch was. Von seiner Terrasse in der Hernau hat Buchberger die Paragleiter am Gaisberg oft beobachtet. Jetzt will er selbst springen. Ja, mich interessiert das, wie es ist, mit so einem Ding zu fliegen. Und das ist, stelle ich mir sehr gut vor, sehr interessant. Ja, das Fliegen, das haben Sie erzählt, ist ja für Sie nichts Neues. Ja, im Krieg bin ich geflogen viel mit He 111, aber hat nichts zu tun mit dem jetzigen. Das ist ein anderes Fluggefühl jetzt. Ja, wahrscheinlich. Und wir werden keine Bomben abwerfen. Gell? Nach einem Rundgang um den Gipfel hat der Wind etwas zugenommen. Unter dem Sendemast breitet Gernot Fritsch den Schirm aus. Als nächstes muss der Sitz angelegt werden. Ja, so. Ja, so. Genau. Das ist wie beim Klettern auch. Da hat man so einen Drei-Punkt-Gurt. Jeder einzelne dieser Aufhängungspunkte kann 10-mal dein Körpergewicht tragen, mindestens. Ja. Gestartet wird über dem Nockstein. Da schneiden wir an. Ja. Okay? Ja. In diese Richtung laufen wir. Ja. Und du läufst ein bisschen schneller als Jogging. Ja. Ja. Und ziehst uns da hinaus. Du bist nämlich der Motor und ich bin das Lenkrad. Ja, ich muss ziehen. Du musst ziehen, genau. Ich muss ziehen. Ja, genau. Und in die Luft komme ich von selber dann, oder? Ja, genau. Du kannst mich mal probeweise einen Meter ziehen, mach das mal. Ja. Stopp, stopp. Oh, sehr gut, stopp. Wie geht ein Traktor, wunderbar. Ich muss ziehen. Inzwischen hat sich ein kleines Grüppchen Schaulustige gebildet, darunter Tochter Brigitte Schweiger. Und haben Sie Angst um meinen Vater, oder? Nein, ich habe nicht Angst um meinen Vater. Ich habe volles Vertrauen. Ich glaube, wir erfüllen immer einen großen Wunsch. Die letzten Momente vor dem Start. Das Duo wartet auf den richtigen Wind. Und dann kann es losgehen. 2, 1, lauf! Super! Gut. Der Hermann fliegt ja selber. Ich weiß gar nicht, für was ich überhaupt mitgeflogen bin mit Hermann. Hermann über Salzburg. Leider gibt es an einem Tag kaum Aufwind und der Flug ist verhältnismäßig kurz. Hermann Buchberger ist trotzdem beeindruckt. Also, wie war es jetzt? Wunderbar. Ein wunderbares Gefühl. Ich werde das öfter machen. Einmalig. Ja, ist das hat mir sehr gut gefallen. Ist das vergleichbar für Sie als Fliegerveteran? Nein, ganz was anderes. Ganz was anderes. Das sieht man in der Luft. Und wunderbar zum Steuern. Herrlich, was ich gesehen habe. Einmalig gut. Sehr zufrieden gewesen. Sind Sie jetzt froh, dass Sie ihn wieder haben? Ja, bin ich wirklich froh, dass ich ihn wieder habe. Aber ich habe keine Angst gehabt, weil er ist ein super Sportler. Und wann springen Sie dann? Ja, vielleicht, wenn ich so alt bin wie er. Ja, ja.